So, herzlich willkommen bei Eva kauft einfach viel zu viele Bücher. Oder auch Neuzugänge Mai und Juni. Ich fasse das wie beim Lesemonat zusammen und zeige euch jetzt, was ich mir im Mai und Juni so zugelegt habe. Und es ist mal wieder nicht wenig. Ja, und wie immer höre ich gerne auch in den Kommentaren von euch, wie ihr das so handhabt, wie, ja, ob ihr euch neue Bücher kauft, ob ihr euch die ausleiht, ob ihr irgendwie euch da begrenzt, auf nur so und so viele pro Monat oder nur so viele, wie gelesen wurden oder wie ihr das macht. Also ich bin ja da ziemlich zügellos, was mir in der Rache jetzt auch regelmäßig um die Ohren fliegt. Aber ich mag immer hören, wie ihr das so handhabt und wie es euch ja damit gut geht. Also, welche Art und Weise ihr gefunden habt, mit der es euch gut geht. So. Und ich bin voll okay damit, dass mir das einfach Spaß macht, Bücher zu kaufen. Und ich kaufe ja sonst nicht so viel Zeugs. Und Bücher ist halt da eine Kaufleidenschaft. Das macht mir Spaß, tut mir gut. Ich belohne mich damit. Und ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass ich so viele Bücher kaufe, weil ja, das macht mir halt auch Freude. Und deswegen stelle ich euch jetzt mal meine Schätze vor. Und anfangen werde ich mit dem Rezensionsexemplar, was ich vom Bloggerportal bekommen habe. Vielen Dank dafür. Das ist das vierte Buch von Beth O'Leary. Up to Date. Drei Dates machen noch keine Liebe, oder doch? Und die ersten beiden habe ich von ihr gelesen und mochte die richtig gerne. Ich glaube, ich habe sogar beiden 5 Sterne gegeben. Das zweite ist noch cooler als das erste. Ich glaube, das erste heißt auf Deutsch Love to Share. Das ist cool, ein cooler Liebesroman, den ich sehr gerne mag. Und das zweite ist Time to Love. Und da geht es um zwei Frauen, nämlich Lina und ihre Oma Eileen. Und das fand ich auch richtig cool, dass es um zwei Frauen geht und auch eine ältere Frau, die einfach so toll ist. Also, wenn ich in dem Alter bin, möchte ich so sein wie Eileen unbedingt. Und das dritte, da geht es auch so um Roadtrip. Das hat nicht so gute Bewertungen bekommen, deswegen habe ich es nicht gelesen. Es hat mich irgendwie nicht so gereizt. Und das hier hört sich total spannend an. Und ich habe auch angefangen, schon dieses Buch zu lesen. Und es geht hier um Joseph Carter, der 3 Dates am Valentinstag hat und alle 3 Dates verpasst. Und wir lernen halt die drei Frauen kennen, mit denen er verabredet war. Nämlich einmal Siobhan, die mehr so eine Affäre ist und die er eigentlich morgens getroffen hätte. Und mittags hatte er ein Date mit Miranda, mit der er eine Beziehung führt. Also, ne, sie ist so seine Partnerin. Und abends hätte er Jane getroffen, der er aushelfen wollte, auf einer Party als ihr Fake-Boyfriend quasi dabei zu sein, weil sie erzählt hat, um aus was anderem rauszukommen, sie hätte einen Freund. Und alle drei versetzt er. Und die Frage ist, warum? Und ich find's richtig, richtig spannend. Also ich habe irgendwie, also meine Idee war, und ich bin noch nicht weit, also ich kann jetzt hier, ich spoiler jetzt hier nicht wirklich was, ja. Meine Idee war, der ist tot und deswegen ist er da nicht hingekommen. Die Idee stimmt nicht. So, er taucht auf. Und jetzt bin ich so gespannt, was da los ist. Was ist mit ihm los? Warum sieht er diese drei Frauen parallel? Warum ist er nicht gekommen? Dann denke ich mir natürlich, jemand, also so ein Typ, der halt drei Frauen da irgendwie parallel am Start hat, kann nur ein Riesenarsch sein. Aber er wirkt nicht so, und ich bin so gespannt auf, gibt es noch eine andere Erklärung, warum jemand sowas macht? Ja, und finde es super, super interessant. Und finde es auch interessant, diese drei Frauen, die auch sehr unterschiedlich sind und cool sind, die weiter kennenzulernen. Also das gefällt mir richtig gut. Und ja, wie gesagt, also ich bin super interessiert daran, wie das aufgelöst wird. Dann hat
Adriana Popescu als Mia Newman ein neues Buch über Amazon rausgebracht, nämlich Wo die Liebe dich findet. Es ist ein Liebesroman, der in Montana spielt und einen Cowboy dabei hat. Und ja, Adrianas Sachen liebe ich total. Ich liebe ihren Schreibstil, die Figuren, die sie erschafft. Bin zwar nicht so hart liebesromanmäßig unterwegs gerade, aber wenn Adriana was macht, dann will ich das lesen. Und deswegen habe ich mir das bestellt und auch signiert bestellt. Ne, warte, jetzt wollte ich euch was zeigen und komme natürlich auf die falsche Seite. Hier, signiert bestellt. Für Eva, ganz viel Spaß in Montana. Ich hoffe, es liest sich wie ein Urlaub. Mia Newman, a.k.a. Adriana Popescu. Und es gab auch noch ein paar Goodies dabei. Und da habe ich mich sehr, sehr gefreut oder freue ich mich sehr, dass ich es geschafft habe, da noch ein signiertes Exemplar zu bekommen. Ja, und freue mich auch auf die Geschichte. Bin jetzt aber nicht so super schnell dabei, das zu lesen, weil ich in der letzten Zeit, ich habe mir schon ein paar Liebesromane gegeben und habe dann gemerkt, okay, jetzt ist auch mein Limit wieder erreicht. Und ich weiß ja nicht, wie liebesromanmäßig up-to-date tatsächlich ist. Und deswegen kann es sein, dass ich es jetzt nicht sofort lese. Vor allem habe ich noch ein paar Rezensionsexemplare liegen, die ich jetzt einfach vorziehe und die Rache des Sub und alles drängelt. Und ja, es kann ein bisschen dauern. Dann habe ich ein Geschenk bekommen, nämlich das neue Buch von Matt Haig, Der fürsorgliche Mr. Cave. Das hat Jette von Sehnsuchtsgeschichten mir geschickt und geschenkt. Vielen, vielen Dank dafür. Und Matt Haig ist für Jette und mich sehr bedeutsam, weil über die Mitternachtsbibliothek im Live-Chat bei einem Livestream von Steffi und Jenny haben Jette und ich uns gefunden und haben die Mitternachtsbibliothek zusammen gelesen und uns darüber angefreundet. Und deswegen ist Matt Haig wichtig für uns und sie hat mir das neue Buch geschenkt und irgendwann werden wir das auch gemeinsam lesen. Ich habe ja nicht so richtig gute Sachen davon gehört, muss ich sagen. Nämlich, dass es schon irgendwie bedrückend und düster ist. Deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt. Und der hinten steht drauf: Wie weit geht ein Vater, um seine Tochter vor der Welt zu schützen? Seine Tochter Brioni ist alles, was dem Antiquitätenhändler Terence Cave nach dem tragischen Tod seines Sohnes noch geblieben ist. Getrieben von der Angst, auch sie zu verlieren, konzentriert er sich von nun an ganz darauf, sie zu beschützen. Doch damit sperrt er Brioni mehr und mehr in einen Käfig, der ihr die Luft zum Atmen raubt. Als Terences Regeln immer strenger werden, bahnt sich eine Katastrophe an. Und es ist ja irgendwie spannend bei Matt Haigs Büchern. Manche treffen bei mir so richtig ins Ziel und manche gehen so ein bisschen daran vorbei, dass ich sie noch ganz gut finde, aber irgendwie mich nicht begeistert. Und da bin ich sehr gespannt, wie es jetzt bei dem hier sein wird. Und ich folge Matt Haig auch bei Instagram. Ich finde den total sympathischen, coolen Typen. Leider ging es ihm jetzt die letzten Monate nicht so gut. Ich hoffe sehr, dass, ja, dass er sich wieder erholt und also so, es war psychisch ging es ihm nicht so gut und wünsche ihm sehr, dass es einfach wieder besser wird und er sich wieder besser fühlt. Und ja, er verarbeitet halt auch sehr viel von seinen Erfahrungen mit Depressionen und Angst in seinen Büchern und deswegen sind die schon auch besonders, finde ich. Dann hatte ich ja letztens in einem meiner Herz-zu-Herz-Gespräche einen ganz besonderen Gast dabei, nämlich Chrissy von Fabulas Mea. Und da haben wir über Asexualität gesprochen. Und ich verlinke euch das mal oben im i. Und Chrissy hat ein Buch empfohlen, ein Buch, in dem es um Aromantik und Asexualität geht, nämlich dieses hier von Alice Oseman, Loveless, wann endlich beginnt meine Story? Und hier geht es um Georgia, die an die Universität kommt und auch endlich mal eine Beziehung und dieses ganze Romance-Zeug haben will und dann aber immer mehr feststellt, irgendwie ist das doch nicht so mein Ding. Und ja, das Buch ist deutlich dicker, als ich erwartet habe, ehrlich gesagt. Und ich finde es richtig spannend, ich finde es gut, ich finde es großartig, wenn es Bücher gibt, die sowas beinhalten und man das lesen und kennenlernen kann. Ja, und also, wenn ihr mich hier schon länger verfolgt, dann wisst ihr ja, wie wichtig mir das ist, verschiedenste Perspektiven kennenzulernen und Asexualität
ist etwas, mit dem ich mich noch nicht viel befasst habe. Ich fand das super spannend, mit Chrissy darüber zu reden. Bin total dankbar, dass sie auch das Gespräch mit mir geführt hat und freue mich auch auf dieses Buch hier, was sie so explizit empfohlen hat für dieses Thema. Dann stehe ich auch sehr auf griechische Mythologie, habe die Bücher von Madeline Miller total geliebt, also beide. Das Lied des Achill und Ich bin Circe, beide toll, richtig toll. Und dann habe ich dieses hier gesehen, Ariadne. Und Ariadne ist die Nichte von Circe, weil ihre Mutter ist die Schwester von Circe, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Und hier geht es um sie. Und ihr Bruder ist der Minotaurus, der ja in diesem Labyrinth eingesperrt ist. Und irgendwie soll sie dem geopfert werden. Und Theseus kommt. Nee, Theseus soll geopfert werden, oder? Irgendwer soll dem Minotaurus geopfert werden. Und Ariadne und Theseus lernen sich kennen, verlieben sich. Und dann passiert was. Und ja, ich liebe griechische Mythologie. Bin immer froh, wenn das cool in Romanform verpackt ist, weil es dann richtig Spaß macht. Und deswegen freue ich mich sehr, sehr doll auf Ariadne von Jennifer Saint. Ja. Und wenn ihr das kennt, dann schreibt gerne mal in die Kommentare, ob euch das gefallen hat. Wow, was war das denn jetzt? Gruselig. Da oben fallen Bücher um. Ich habe mich jetzt ein bisschen erschrocken. Ihr habt wahrscheinlich eher gesehen, was passiert ist, als ich. Und wenn ihr andere coole griechische Mythologie-Romane kennt, dann schreibt mir die auch unten rein. Die mag ich wirklich super gerne. Dann habe ich mir Nie, Nie, Nie von Lynn Strömsborg gekauft und werde das wahrscheinlich in einer Frauenleserunde lesen, die aus den Teilnehmerinnen meines letzten Frauenräumekurses zusammengesetzt ist. Und dass ihr es schon mal wisst, ich habe große, große Lust und habe vor, im Herbst einen weiteren Kurs anzubieten, also eine weitere Runde Frauenräume-Kurs. Und wenn euch das interessiert und wenn ihr da Lust drauf hättet, dann meldet euch super gerne bei mir, weil natürlich ohne Teilnehmerinnen findet kein Kurs statt. Und ich würde super gerne wieder machen. Ich liebe das, das zu machen. Ich liebe den Austausch. Ich wage mal zu behaupten, alle, die das bisher mitgemacht haben, sind glücklich aus diesem Kurs gegangen und fanden das sehr wertvoll. Ich werde euch dann kurz vorher noch mehr dazu erzählen. Anfang September wird es auch wieder einen offenen Abend geben, wo ihr auch mal reinschnuppern könnt, wenn ihr euch nicht so ganz sicher seid, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr mich auch mal in dem Kontext kennenlernen wollt. Genau, aber es soll auf jeden Fall wieder einen Kurs geben. Und mit dem letzten Kurs habe ich ja letztens schon das Buch von Isabel Allende gelesen. Wir haben auch über Ungezähmt von Glennon Doyle gesprochen, ob wir das zusammen lesen. Das habe ich ja schon mal gelesen, aber das ist halt cool, darüber zu sprechen. Und Nie, Nie, Nie kam auch mit ins Rennen. Und das ist so ein wichtiges und krasses Thema. Hier geht es nämlich um eine Frau. Also, ich lese euch vor. Ich will keine Kinder, nicht mit ihm, mit niemandem, schon gar nicht mit mir selbst. Eine Frau erzählt davon, wie es ist, nicht Mutter werden zu wollen und davon, wie eine Gesellschaft auf eine Frau ohne Kinderwunsch reagiert. Lynn Strömsborgs klug komponierter Roman setzt sich auf ehrliche und anrührende Weise mit dem Thema Elternschaft auseinander und zeigt dabei unterschiedliche Lebensentwürfe auf, ohne sie gegeneinander auszuspielen. Und ja, da habe ich richtig auch ein richtiges Bedürfnis nach, mich damit auseinanderzusetzen. Bei mir ist es nicht so, dass ich nicht wirklich, also ich wollte immer Kinder haben und habe auch gedacht, das mache ich auf jeden Fall und das ist das Wichtigste. Und wenn ich irgendwie was mache in meinem Leben, dann ist es Mutter werden. Und dann ist aber mein Leben ganz anders verlaufen und ich bin nicht in der Beziehung. Boah, diese Bücher da rum. Vor allem, ich habe richtig lange vorhin den Lesemonat gedreht. Und jetzt, eine Stunde später, fallen die Dinger um. Richtig komisch. Naja, was ich erzählen wollte, ist, dass mein Leben nicht so verlaufen ist und dass ich nicht in der Beziehung bin, die für mich persönlich, fürs Mutterwerden eine Voraussetzung ist. Und ja, ich war 8 Jahre lang mit jemandem zusammen, der mich lange auch vertröstet hat und gesagt hat, ja, das machen wir so in 1, 2 Jahren. Und das hat er mehrere Jahre so gesagt. Nach unserer Trennung hat sich dann herausgestellt, dass er. Also dann hat er sich auch erstmals wirklich eingestanden, dass er keine Kinder haben will.
Das hat mich ziemlich sauer gemacht, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass viel anders gelaufen wäre, aber ich habe mich da schon ganz schön hintergangen gefühlt. Und ja, seitdem, also das ist 5 Jahre her, da war ich 28, hatte dann die Hoffnung, jemanden zu finden. Und das ist einfach nicht passiert. Und jetzt werde ich bald 34 und merke, in mir ist der Zug langsam abgefahren. Ich möchte mich nicht mehr auf diesen ganz anderen Weg von Mutter und mich um Kinder kümmern und Familie nicht mehr dahin umorientieren. Also es fühlt sich so an, als hätte es halt zu einem bestimmten Zeitpunkt wie so eine Weggabelung gegeben. Und am Anfang waren die Sachen noch irgendwie relativ nah beieinander, ne? Und ich bin dann halt Richtung keine Kinder und halt, ich konzentriere mich mehr auf mich, auf meinen Beruf, und halt auch sowas wie YouTube oder so und Freundinnschaften und so weiter. Und da jetzt lange Zeit noch, wäre es irgendwie noch gut gegangen, um zu switchen und auf den anderen Weg zu gehen. Und jetzt fühlt es sich aber sehr weit auseinander an. Und ich beschäftige mich seit einer ganzen Weile mit der Idee, dass ich glaube, dass ich keine Kinder mehr haben werde in diesem Leben. Und das ist, also es ist einfach krass, das zu merken, weil das ja nicht mein Wunsch war. Deswegen finde ich super spannend, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und habe total Bock drauf, das in der Leserunde zu lesen, um dann auch nochmal Austausch dazu zu haben. Genau. Und deswegen freue ich mich sehr auf Nie, Nie, Nie in der Leserunde mit den Frauen aus dem Frauenräumekurs von diesem Jahr. Dann war ich in der Buchhandlung und habe ein paar Sachen so eingesackt, die mich schon länger anlachen, nämlich von Taylor Jenkins Reid, Daisy Jones and the Six. Da hat Ruth mir öfter von vorgeschwärmt und es hört sich einfach cool an. Es geht um die Rockband oder einfach Band Daisy Jones and the Six und es ist wie so eine Dokumentation aufgebaut und ja, über diesen Bandverlauf und warum die sich getrennt haben, glaube ich auch und so weiter. Und das hört sich innovativ an, also so ein ganz anderes Format und cool. Und es ist eine fiktive Band, also die gibt es nicht. Und ja, das hört sich irgendwie nach viel Spaß und Rock'n'Roll an. Und da habe ich Bock drauf. Und dann habe ich mir noch von Benjamin Meyers Offene See als Taschenbuch geholt. Das hatte ich ja von Sarah Sophie ausgeliehen und hatte dann, also. Hab dann die Bücher zurückgebracht und habe dann aber schon beschlossen, okay, Offene See will ich auf jeden Fall noch lesen, aber es gibt es jetzt ja auch als Taschenbuch. Deswegen lese ich eher was anderes von den Büchern, die ich mir ausgeliehen habe und besorge mir das noch. Und da habe ich richtig Lust drauf. Also da schwärmen ja auch alle total von und es hört sich auch einfach richtig cool an. Ich lese euch mal vor, was hinten drauf steht, für den Fall, dass ihr das noch nicht kennt. England 1946. Die Sehnsucht nach dem Meer und die Enge seines Elternhauses veranlassen den jungen Robert oder Robert, wie mein Opa übrigens, dazu, sich zu Fuß zur Küste aufzumachen. Ne, wenn er aus England kommt, dann heißt er Robert. Einmal will er die offene See erleben, bevor er unter Tage arbeiten muss. Mein Opa Robert war übrigens auch Bergmann. Als er die unkonventionelle Dulce kennenlernt, öffnet sich für ihn die Tür in ein ganz anderes Leben. Ein Leben, in dem Freundschaft, Leidenschaft, Kunst, aber auch Schmerz erstrebenswerter sind als Wohlanständigkeit und Pflichterfüllung. Mega, oder? Es hört sich richtig, richtig cool an. Habe ich voll Bock drauf. Dann habe ich schon lange auf meiner Merkliste gehabt von Maya Angelou, I Know Why the Caged Bird Sings. Maya Angelou, einfach eine Ikone, eine großartige Frau, die sich so sehr für Frauenrechte und auch gegen Rassismus eingesetzt hat, die so viel erlebt hat und so stark war und ja, einfach wirklich eine unglaubliche und inspirierende Frau war, hat dieses Buch, ich glaube, das ist so eins der ersten. Und Maya wurde, als sie jung war, missbraucht, also vergewaltigt, und hat dann gegen diesen Mann ausgesagt. Und der wurde dann gelyncht in dem Ort, in dem die gelebt haben. Und das hat sie so erschreckt als Kind, ich glaube, sie war da 8 oder so, dass sie nicht mehr geredet hat, jahrelang, weil sie gemerkt hat, okay, krass, meine Stimme hat so viel Macht.
dass sie zum Tod eines Menschen führen kann. Und sie hat nur noch mit ihrem Bruder gesprochen und hat dann irgendwann angefangen, ganz viel zu lesen. Und dann irgendwann auch wieder angefangen zu reden und hat wirklich großartige Sachen gemacht. Und alleine so dieser Titel, dieses, okay, ne, warum sollte ein Vogel in Gefangenschaft, der irgendwie vielleicht auch nichts erreichen kann und nicht da rauskommt oder wo der Gesang auch nichts an seiner Situation ändert, warum sollte er trotzdem singen? Warum machen die das? Und darum geht's, glaube ich. Und ich glaube, das ist ziemlich, ziemlich starkes Zeug, was diese aufgeschrieben hat. Und ich habe da auch Respekt vor. Aber ja, so langsam das Gefühl, ich glaube, ich bin bereit für Maya Angelous Einsichten und Weisheit und wirklich tollen Worten. Und es gibt ein richtig cooles Video von ihr auf YouTube, wo sie eins ihrer Gedichte vorträgt. Und sie macht es mit so einer geilen Attitüde und sie ist so cool. Ich guck mal, ob ich das finde. Dann packe ich euch das unten in die Infobox. Es ist einfach. Es ist so eine erstaunliche Frau gewesen. Richtig, richtig toll. Dann habe ich mir gedacht, ich habe ja schon die drei anderen Bücher von Maike Werkmeister, die ich noch nicht gelesen habe. Aber damit die Bücher sich nicht einsam fühlen, kaufe ich auch das neue und das vierte, damit ich es dazustellen kann. Also Maike Werkmeister, Das Glück riecht nach Sommer. Das vierte Buch, ich glaube, die hängen schon auch irgendwie zusammen. Ich glaube ja, die sind cool. Und ja, manchmal macht es mir auch einfach Spaß, Sachen zu kaufen. Und wenn ich dann irgendwie hier rein schon angefangen habe, dann habe ich da schon auch einen Drang nach, die dann irgendwie weiterzukaufen, wenn ich gerade nicht so richtig weiß, was ich da in dieser Buchhandlung mitnehmen möchte. Weil ich, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich bin da schon halt auch öfter und habe so richtig Bock, was zu kaufen. Weil ich einfach Bock habe, so einen Schatz mitzunehmen. Und dann finde ich aber nichts so richtig oder nichts ganz Neues oder bin mir dann unsicher, weil ich davon noch nie was gehört habe. Oder habe zwar irgendwie fünf Bücher im Kopf, die ich gerne hätte, aber die sind dann halt nicht vor Ort da. Und dann besorge ich mir halt manchmal Sachen in Reihen weiter, auch wenn ich da noch nichts geholt habe. Also das habe ich bei Manuela Inusa auch ein bisschen gemacht und halt bei Maike Werkmeister mache ich das ständig. Ja. Ich hoffe sehr, dass die Bücher mir gefallen. Ansonsten, ja, haben wir ein bisschen Pech gehabt. Aber ja, sie sind schön nebeneinander. Ich freue mich drauf. Die sind gut. Die sind einfach gut. Wenn ihr die kennt, schreibt mal gerne in die Kommentare, wie euch die gefallen haben. Und dann habe ich noch ein Jugendroman gekauft von Marius Schäfers in den buntesten Farben. Und Marius Schäfers folge ich schon seit einer ganzen Weile auf Instagram. Da ist er als der unbekannte Held am Start. Und Marius Schäfers ist ein Transmann und schreibt. Und hat auch ein paar Bücher unterm Pseudonym geschrieben. Und das hier nicht. Und ja, ich habe große Lust, mal was von ihm zu lesen und das kennenzulernen, was er so macht. Also, Philipps Herz ist wieder einmal gebrochen. Er scheint einfach kein Händchen für die Liebe zu haben. Oder liegt es vielleicht daran, dass er trans ist? Abgesehen davon ist da noch Ali, der Junge, der ihm seit Jahren nicht aus dem Kopf geht. Philipp beschließt, die Geschichte mit seinem mysteriösen Internetfreund aus Teenagerzeiten endlich abzuhaken. Um einen finalen Schlussstrich unter die Sache zu ziehen zu können, will er vorher aber herausfinden, wieso Ali damals plötzlich wie vom Erdboden verschwunden ist. Philipp begibt sich auf die Suche und trifft dabei auf Timon. Mit den bunten Haaren und seiner rebellischen Art zieht er Philipp sofort in seinen Bann. Doch dann erkennt Philipp, dass da eine Verbindung zwischen Timon und Ali besteht. Ich bin gespannt, das hört sich doch richtig cool an. So, und damit haben wir die Romansektion abgeschlossen und springen jetzt in die Sachbücher. Und da habe ich auch ein Rezensionsexemplar vom Bloggerportal. Vielen Dank dafür. Nämlich dieses hier: Cornelia Schwarz, Sei deines Glückes Buddha, wie du dich von deinen inneren Saboteuren befreist und zu dir selbst findest.
Und ja, wenn ihr schon länger dabei seid, dann wisst ihr ja, dass ich sowas immer wieder gerne lese und da auch immer wieder auf der Suche bin nach coolen Büchern, die ich empfehlen kann. Jetzt in der Klinikarbeit merke ich auch, ich nehme solche Sachen auch viel auf und benutze die dann dort. Und das hat mich einfach so angelacht. Und deswegen habe ich das angefragt und freue mich drauf, dieses Buch bald zu lesen. Dann habe ich mir dieses Buch zugelegt. Endlich über Trauer reden von Caroline Kraft und Susan Brückner. Und wie ihr wisst, ist Trauer ein Thema, mit dem ich mich viel befasse und was mir sehr nahe geht und sehr am Herzen liegt. Und ich finde, wir sollten mehr darüber reden, denn Trauer ist ein ganz normaler Teil des Lebens. Und es ist nicht immer nur die Trauer darüber, wenn man jemanden, den man liebt, zum Beispiel diesen jemanden hier, verliert, sondern vieles braucht Trauerprozesse eigentlich immer, wenn etwas zu Ende geht. Auch wenn das danach vielleicht irgendwie schön ist, zum Beispiel wenn man umzieht und man zieht in eine neue Wohnung, die man toll findet, aber es braucht auch einen Trauerprozess, um dieses alte Kapitel abzuschließen und das zu verarbeiten. Und am Ende von Trauer steht Offenheit für etwas Neues. Und ganz oft gehen wir diesen Weg nicht entlang, weil er so schmerzhaft ist und schwierig und wir nicht beigebracht bekommen, wie man damit umgeht und wie man das überhaupt macht und unsere Gesellschaft das überhaupt nicht vorsieht. Deswegen bin ich immer sehr interessiert, wenn irgendwelche Sachen sich mit Trauer beschäftigen, so wie bei diesem Buch und ja, da freue ich mich sehr drauf. Dann habe ich eine Empfehlung aus dem Buch jetzt. Und jetzt du von Tupoka Ogette gefunden. Schwarz wird groß geschrieben. Und das ist herausgegeben von Evene Obolor I. Rosamak. Ich muss erst gerade gucken, ob das ein Strich ist, aber das ist ein I. Und das fand ich spannend, was dann da drin, also was Tupoka Ogette über dieses Buch gesagt hat. Und ja, ich lese euch einfach mal vor, was hinten drauf steht. Dieses Buch ist für uns. Es ist eine Einladung zu überlegen, wer dieses Wir eigentlich ist, wie unterschiedlich sich dieses Wir in Wirklichkeit zeigt. Eine Einladung, Schwarzsein im Plural zu denken, Uneinigkeiten zuzulassen und gemeinsam noch einen Schritt weiterzugehen. Und dabei sind ganz viele. Und zum Beispiel als erster Name steht hier auch Alice Hasters, die ja vor, ich glaube, das ist ja jetzt auch 2 Jahre her, mit ihrem Buch, was man über Rassismus, also irgendwie über Rassismus sprechen, was weiße Menschen aber nicht hören wollen. Also irgendwie sowas. Ich blende euch das mal hier kurz ein, damit wir den richtigen Titel haben. Genau. Und ja gut, wenn da steht, das Buch ist für uns, dann bin ich damit nicht gemeint. Aber mir ist es wichtig, mich damit zu befassen, mehr zu verstehen. Dann auch zum Beispiel zu wissen, okay, also ist schwarz, wird das groß geschrieben, ist es wichtig? Oder ist, ja, ist das wichtig, dass ich das übernehme? Also ich will das da verstehen und bin sehr bemüht, solche Dinge richtig zu machen, weil ich das richtig, richtig wichtig finde, darauf zu achten und sich zu bemühen, mit der eigenen Sprache, die ich so an den Tag lege, Menschen nicht zu verletzen und nicht zu diskriminieren. Es passiert. Ja, weil wir alle auch zum Beispiel rassistisch sozialisiert sind, weil Rassismus sehr doll in unsere Gesellschaft eingewoben ist und Diskriminierung immer wieder stattfindet. Aber mir ist es ein ganz großes Anliegen, da immer besser zu werden und das immer weniger zu machen, immer mehr Bewusstheit dafür zu haben und mich da zu bilden. Und deswegen lese ich solche Bücher und bin richtig gespannt darauf, was dieses Buch mir beibringen wird. Und das ist auch ein Grund, warum ich solche Bücher lese und lesen möchte. Queer, also queer gestreift, alles über LGBTQIA+. LGBTQIA+, okay, das ist ein bisschen andersrum, aber jetzt habe ich mehr, habe ich, ge ich habe lange geübt, LGBTQIA+ gut und flüssig zu sagen. Jetzt kann ich nicht das Q und das I so schnell wechseln. Genau, das sieht richtig cool aus, weil es ja auch diese Wellen im Buchschnitt hat. Und
Ja, ich lese euch einfach mal vor, was hinten drauf steht. Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Alle kennen diese Sätze, mit denen wir aufwachsen. Aber wie fühlen sich jene, die sich mit dem Geschlecht auf ihrer Geburtsurkunde nicht identifizieren können? Oder die anders leben, als die Heteronorm vorgibt? Was heißt das eigentlich, wenn sich jemand als pan, poly oder asexuell begreift? Und wie finde ich heraus, was ich eigentlich will? Dieses Buch klärt auf über LGBTQIA+ und die Menschen hinter diesen Buchstaben. Es setzt sich mit gesellschaftlichen, gesundheitlichen und rechtlichen Fragen auseinander, lässt Betroffene zu Wort kommen und stellt Organisationen vor, die sich für Geschlechtervielfalt engagieren. Vor allem aber nimmt es junge Menschen und ihre Suche nach sich selbst ernst. Voller Respekt, Empathie, Neugier und Empowerment. Ja, und es ist auch richtig schön und ansprechend aufgemacht und ja, ganz, ganz toll gemacht und freue ich mich sehr drauf, auch hier draus mehr lernen zu dürfen. Dann hatte ich ja den Livestream zusammen mit Steffi von Lady of the Books zum Thema Hochsensibilität. Den verlinke ich euch auch mal hier oben im i. Und wenn ihr den Livestream geguckt habt, dann habt ihr auch gemerkt, dass mir während des Livestreams immer, immer mehr klar wurde, dass Hochsensibilität auch ein Thema für mich ist und auch ganz schön viel meiner, ich würde es mal Schwierigkeiten nennen oder Belastung, die ich so habe und wo ich immer wieder merke, okay, da können andere Leute irgendwie anders mit umgehen als ich. Ich bin, weiß ich nicht, zum Beispiel letztens auf einer Hochzeit gewesen und vor Ort hatte ich total Spaß, aber ich bin dann, also ich habe richtig schlecht geschlafen, ich bin dann mitten in der Nacht auch aufgewacht und hatte richtig viel Stress im Körper, also der war total unter Spannung. Und das war morgens auch so und ich war den ganzen nächsten Tag komplett Fratze. So. Und das im Zusammenhang mit Hochsensibilität macht jetzt plötzlich Sinn für mich. Und um darüber mehr zu erfahren, habe ich mir diese beiden Bücher hier besorgt. Einmal von Matthias Wiese, Schon immer anders, Hochsensibel leben. Das wird mir auch empfohlen. Und auch dieses von Katrin Winter, Hochsensibilität neu entdecken, wie du aus deiner scheinbaren Schwäche das Leben deiner Träume erschaffst. Hier wieder mal leider ein Sachbuch self-published. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich habe schon angefangen, das zu lesen. Ich muss sagen, also da werden dann so Fragen gestellt, um zu gucken, ja, bin ich hochsensibel? Passt das irgendwie zu mir? Und da kann ich alles bejahen. Und das, was dann so dazwischen steht, also der Text und wo dann vielleicht auch so Tipps drin sind und Erfahrungsberichte und so, da konnte ich irgendwie noch nicht so wirklich was für mich draus ziehen. Aber naja, ich bin ja auch noch nicht so dramatisch weit. Aber gut, gucken wir einfach mal. Und vielleicht gibt das andere Buch noch ein bisschen mehr her. Okay, kommen wir zu den englischen Sachbüchern, die ich mir gekauft habe. Zum einen Susan Cain, Bittersweet, How Sorrow and Longing Make Us Whole. Davon habe ich im Podcast von Brené Brown gehört und die haben darüber gesprochen. Und ja, da bin ich auch schon relativ weit und habe da schon ganz schön viel drin gelesen. Und es geht darum, dass es eigentlich völlig normal ist, melancholisch zu sein und dass es Menschen gibt, die einfach das als Charaktereigenschaft oder Persönlichkeitsanteil haben, so eine melancholische, traurige Seite und quasi in dem, hörst du mal auf zu bellen, das ist alles im Video, komm. Also Menschen, die sehr mit zum Beispiel auch, also mit sowas Bitter-Süßem in Verbindung sind, die was Schönes sehen und gleichzeitig gibt es auch so einen Schmerz da drin, weil man zum Beispiel weiß, dass das sehr vergänglich ist und so. Und ja, Menschen, die auch sehr von so bitter-süßen, melancholischen Musik angezogen sind und warum wir Menschen das halt haben. Und ja, für mich ist dieses Buch total wichtig, weil ich
wirklich eine sehr melancholische und traurige Seite an mir habe, wo ich immer das Gefühl hatte, die ist irgendwie verkehrt und die muss weg und die will keiner haben und man soll irgendwie immer gut drauf sein. Und in Amerika ist das ja gesellschaftlich noch viel stärker verankert, dieses irgendwie immer happy sein und gut drauf sein und strahlen. Aber in Deutschland ist es auch so. Und dann, ja, habe ich quasi auch mein Leben lang gelernt, dass diese Seite nicht so wirklich erwünscht ist von mir, aber ich habe sie. Und mich da halt drin wiederzufinden und zu hören, hey, das ist irgendwie ganz normal und hat auch ganz viel Kraft und seine Stärken. Und es gibt super viele Leute, die so bittersweet-mäßig unterwegs sind. Das ist irgendwie sehr schön und sehr heilsam und da fühle ich mich gut aufgehoben. Deswegen dann lese ich dieses Buch ja auch sehr, sehr gerne. Dann habe ich noch dieses Buch gekauft von Chilliana Ayana, Becoming the One. Die hat was gegründet, das nennt sich Rising Woman oder ja, Rising Woman. Und da kann man auch so einen Kurs machen oder sowas. Die ist aber auch bei Instagram und da gibt es auch Posts. Und da geht es ganz viel um, ja, was brauche ich eigentlich, bevor ich in die nächste Beziehung starten kann? Und wie kann ich heilen, auch nach schwierigen Beziehungen? Und wie kann ich halt dieses Verletzte in mir, was so sehnsüchtig und verzweifelt irgendwie jemand sucht und dann aber wieder in ungünstige Dynamiken gerät und so, wie kann ich das versorgen? Wie kann ich damit umgehen? Und das, was sie schon so postet und so, finde ich richtig spannend. Hab aber jetzt nicht so richtig Lust gehabt, diesen Kurs zu machen. Und dann habe ich gesehen, dass sie ein Buch geschrieben hat. Und da habe ich mich drauf gestürzt und habe da richtig, richtig Bock drauf und bin sehr, sehr, sehr gespannt, was sie hier dazu erzählt. Und dann nochmal, was ein bisschen mehr in die Fachbuchrichtung geht, von Deb Dana: Anchored, also verankert. How to Befriend Your Nervous System Using Polyvagal oder Polyvagal Theory. Also wieder mal Polyvagaltheorie, das habt ihr hier auch schon öfter gehört. Ist lustig, ne? Ich kaufe mir ganz viele Bücher darüber und lese die irgendwie nicht. Aber es interessiert mich. Aber ja, und dann gibt es ja vielleicht diese Illusion, dass je mehr Bücher ich habe, desto mehr Ahnung kriege ich davon. Oder irgendwie sowas. Ja, aber das hat mich sehr angesprochen, weil gerade auch in Kombination mit der Hypersensibilität. Habe ich schon die Idee von, okay, das ist ja mein Nervensystem, was so sehr sensibel reagiert und was sehr schnell überreizt ist. Und damit kompetenter umgehen zu können und mich besser beruhigen zu können, wäre ganz schön schlau und ganz schön hilfreich. Genau, und deswegen dieses Buch hier. Und dann habe ich noch drei psychologisch-psychotherapeutische Fachbücher. Einmal von Gunther Schmidt, Einführung in die hypnosystemische Therapie und Beratung. Ja, auch ein dünnes Büchlein. Bin ich sehr gespannt drauf, weil systemisch ist eigentlich hypnosystemisch und die Ausbildung mache ich. Und da habe ich aber noch nicht so richtig den Blick, was das wirklich bedeutet und was so dazugehört und was hypnosystemisch eigentlich bedeutet. Und deswegen, genau, dieses kleine Einführungsbuch. Und Gunther Schmidt ist ein wichtiger und großer Name in dem Feld. Und war, glaube ich, lange Supervisor von meinem jetzigen Chef, was ich total witzig finde. Und dann habe ich mir ein sehr teures Buch gekauft, von Rüdiger Retzlaff, Systemische Therapie, Fallkonzeption, Therapieplanung, Antragsverfahren, ein praktischer Leitfaden. Da geht es um dieses grauenhafte Briefe schreiben, was vielleicht, wenn die Reform da tatsächlich kommt, wegfallen wird, dass man Anträge schreiben muss, weil das so viel Zeit kostet. Aber ja, da wurde in dem Seminar, wo es darum ging, dieses Buch hier empfohlen. Ich habe mich dann dazu durchgerungen, das ist echt teuer gewesen, ich glaube 60 oder 70 Euro, mir das zu besorgen, um einfach zu lernen, bessere Briefe zu schreiben, weil die halt nicht so, also ich kann das nicht so richtig gut, ich mache es nicht so richtig gerne und da auch noch ein bisschen Unterstützung zu haben, wie man es macht und gerade so Fallkonzeption und so. Ja, aber so, also ihr merkt schon, so richtig scharf bin ich auf dieses Thema nicht, aber das hier scheint ein richtig, richtig gutes und hilfreiches Buch dazu zu sein.
Ja, und ein anderer großer Name in der systemischen Welt, Steve DeChaser. Und das hört sich einfach vom Titel her so schön an. Worte waren ursprünglich Zauber, von der Problemsprache zur Lösungssprache. Und ich erzähle euch ja hier auch immer wieder, wie wichtig Sprache ist. Und Sprache schafft Realität und Sprache schafft auch Realität in unseren Köpfen. Und wenn wir zum Beispiel immer sagen, ich muss das machen, ich muss das machen, dann macht das ein ganz anderes Gefühl, als wenn ihr sagt, ich will das machen. Und es ist nur ein Wort, was sich da ändert und es macht wirklich einen Unterschied. Und ich denke mal, darum wird es hier in diesem Buch gehen und das finde ich total spannend und ja auch eine wirklich eigentlich sehr einfache Intervention. Und im Focusing macht man das zum Beispiel, dass wenn halt jemand sagt, ich bin traurig, dass man dann sagt, okay, etwas in dir ist traurig. Oder ein Teil von dir ist traurig oder da gibt es einen traurigen Anteil in dir, um über Sprache klarzumachen, ja, da ist was Trauriges da, aber du bist mehr als das. Du bist nicht zu 100% Traurigkeit. Und das macht einen Unterschied. Ja, genau. Und deswegen freue ich mich sehr auf dieses Buch. Und das war's. Das waren meine Neuzugänge aus 2 Monaten. Also ganz schön viel. Ich hoffe, da war was dabei, was euch interessiert. Erzählt mir sehr gerne in den Kommentaren, was so eure Eindrücke sind, was euch anspricht, was ihr euch so besorgt habt, wie ihr das macht und auch die ganzen anderen Fragen, die ich so zwischendurch gestellt habe. Ich freue mich immer von euch zu hören und ich danke euch sehr fürs Zuschauen und wünsche euch ganz viel Herzensfreude und schöne, luftige Sommermomente, am besten mit schönem, leckeren, erfrischendem Eis oder Getränken oder irgendwas, was euch Freude macht. Genau, das wünsche ich euch sehr. Freue mich, wie gesagt, von euch zu hören. Wünsche euch alles Gute und sage bis bald. Macht es gut. Tschüss.